Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Against Shogun 2 Projekt. Cornelius ist auch dabei, ist gerade noch ein bisschen leise, Hallo. beziehungsweise er ist jetzt dran. Ja, ich bin dran, natürlich. Und wir fangen jetzt erstmal an mit einer kleinen Schlacht, indem wir diesen beschissenen General fertig machen, der uns belagern wollte. Das dürfte eigentlich kein Problem werden, nehme ich an. Schnappen uns die beiden hier. Und naja, den noch mit. Sollte reichen. Damit ich wirklich sicher gehen kann, dass der abkratzt, mache ich die Schlacht auch lieber selber. Weil ich will diesen General nicht mehr wiedersehen. Na? Nie mehr wieder. Nie wieder. So. Ah. Naja, gut. Stoppen uns mal die beiden hier. Die geht wieder rein hier. Na gut. Nehmen wir jetzt dich nur mit. Reicht ja. Stoppen uns eben noch ein bisschen Verstärkung mit, dass wir sicher sind, dass wir das jetzt schaffen hier. Wäre peinlich zu verkacken, aber trotzdem. So, ich will sicher gehen, dass dieser bekloppte Kommandant stirbt. Der soll mir kein Problem mehr machen. Deswegen mache ich die jetzt schnell selber. Was? Ich will wirklich sicher gehen, dass der stirbt. Okay. Er ist ein F Level 4 General. Oh ja, das ist wichtig, dass der stirbt. Na, in der Ende kommt er doch. Das wäre so ärgerlich. Auf jeden Fall. Aber er hat nur 3 Pferde, ich habe 19 Pferde. In meiner Generalseinheit. Ja, vielleicht entkommt er dir trotzdem, weil deine Pferde rumspringen. Hoffentlich nicht. Wäre ärgerlich. Aber Ja. er hat nicht mal Infanterie, von daher. Er Er hat hat. doch, er hat Bogen-Ashigaro. Ja, gut, aber die sind nicht gerade dolle. Zählt aber als Infanterie-Einheit halt. Ja, theoretisch gesehen schon, aber im Nahkampf haben die gegen meine Yari Ashigaro keine Chance. Nee, haben sie auch nicht. Da kann ich einfach aufstürmen. Ja, mal gucken, wie ist denn das Wetter? Bis jetzt ist es schwarz. Ah nee, schön klar, sehr schön. So, schnell dich hier rüber. Das Gute ist, er hat auch bei sich nur einen einzigen Hügel, der ist auch nicht gerade groß. Ja doch, ich glaube, der Typ immer in der Mitte ist der General. Ohne den Sack. Oder den Seilsack. Ja, der hat nie einen Sack, der General. Diese Leibwache hat diesen Sack da am Rücken dran. Er ist jetzt ziemlich weit weg, aber er kommt auf dich zu. Oh, da ist ein Dorf. Ein Bauernhaus. Ich guck mir das von da an. Ja, der General hat keine Chance. Nee. 4 Sterne General und dann nur 2 Erfahrungsstufen. Ja, dafür seine Bogenschützen Level 5. Also im Prinzip brauchst du jetzt nur einmal mit einer Kanone geradeaus durchschießen, durch die Ja, Reihe durch. das wäre cool, wenn die treffen würden. Oh, ich habe gerade Frame-Einbrüche. Ja, deswegen bleibt sie stehen. Ich gehe mal kurz raus. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt ist weg. Hat's bei dir auch geleckt? Ja, wegen dir. Ach Du so, ja gut. bist schuld. Ah, sehr schön, du versuchst ihn zu umzingeln. Ich mache quasi sowas Ähnliches wie die Taktik von Carré. Im Grunde. 17 Einheiten hat er dir weggenommen. Oh, die Bogen-Ashigaru hauen ganz schön rein. Ja, die sind ja auch Level 5. Deswegen nehme ich ja viele Leute mit. Weil ich sicher gehen wollte, dass ich das packe. Sehr schön, und mit deinem General gehst du in den Rücken. Und auch schön in den Wald rein. Was Einheit verliert. Jetzt kannst Und du ihn ja da. sandwichen. Ja, jetzt hast du ihn eigentlich. Du dürftest den General eigentlich kriegen. Eigentlich schon. Ja, der ist schon tot. Gleich. Hat noch Er einen hat nur Mann. eine Einheit. Ist er selber. Ja, aber er kämpft bis zum letzten Mann, ne? Ja. Dass der da nicht. Nee, er kämpft immer noch. Und der ist auch noch zuversichtlich. Was soll denn das? Ja, er ist gefallen. Ich seh's. Super, weil der musste sterben. Solange der noch in meinen Ländereien war, musste der sterben. Entscheidender Sieg.
Eine sehr schöne kleine Minischlacht. Ja. Aber der musste halt weg. Das war, glaube ich, einer der besten Generäle von Kikara und deswegen musste der einfach weg. Ja, und wir sehen jetzt auch gleich eine kleine Seeschlacht. Wird lustig. Oh, ich habe aber viele Männer dafür verloren. Dafür, dass nur so eine kleine Schlacht war, habe ich ziemlich viele Männer verloren. Ah, okay. Ja, du hast gegen ziemlich gute Einheiten gekämpft. Mhm. So, jetzt gibt's noch eine kleine Seeschlacht. Endlich mal wieder mit meinem Namban-Handelsschiff. Nein. Oh doch. Das verkackte Schiff. Das unbesiegbare Schiff. Na, erst fliehen die. Erst fliehen sie. Ja, ist doch klar, dass sie fliehen. So, ich glaube, hier rekrutiere ich gerade ein paar Schiffe. Nee, noch nicht. Ich habe kein Geld. So, damit wir jetzt nicht sofort unseren Hafen blockiert bekommen, schicke ich trotzdem was hin. Oh, das machen wir jetzt einfach aus Spaß. Einfach, weil ich es kann. Nicht dein Ernst, oder? Was denn? Du wolltest eine Nachtschlacht machen. Ja, mal just for fun. Ja, stimmt, wir hatten ja noch keine. Ja, eben. Vor allem auf See. Oh ja, sehr schön. Und dann noch Nebel. Das wäre natürlich perfekt. Oder Sturm. Das wäre sehr schlecht. Nee, komm, irgendwas hast du bestimmt noch. Ich hoffe mal auf ruhige See. Ja, Sturm. Naja, Sturm würde ich das jetzt nicht nennen, aber Regen. Ja, es regnet. Egal, dürftest du ja trotzdem schaffen. Ja. Oh, ich muss gegen den Wind fahren. Nicht schön. Siehst du den Wind? Welche? Ach, da oben, stimmt, der Kompass. Ist nicht gut, deswegen bin ich sehr langsam mit meinem großen Namban-Schiff. Und der ist ziemlich schnell mit seinem Handelsschiff. Schickt er sein Handelsschiff für mich los? Doch, ja. Schickt. Der Punkt ist der, das schickt er vor. Willst du nicht ein bisschen mach ich das schon. Weißt du, die Schiffe sind ziemlich langsam. Der Punkt ist der, ich habe ein Segelschiff, deswegen ist mein Schiff so langsam. Die anderen werden schneller. Ah, die Schatten spinnen hier gerade so ein bisschen, wenn es blitzt. Ja. Die buggen generell so ein bisschen rum, sind auch nicht die schönsten Schatten. Der will wirklich eine volle Breitseite vom Handelsschiff haben. Das gucken wir uns mal an. In Zeitlupe. So. Jetzt kommen die Lundenschloss, die schießen jetzt hier gleich. Wo fährst du denn vorbei? Ach, da lang, okay. Oh, das war zu weit gerammt. Das ist eher ein Rammversuch anstatt eine volle Breitseite. Naja, er ist da reingefahren. Jetzt auch ein Normalspeed. Er dürfte sich aber auch gleich ergeben, oder? Hat sich schon ergeben. Hat sich schon. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Ich hatte die. Ich hatte K gedrückt. Jetzt muss er natürlich da vorbei. Aber schönes Gewitter hier. Boah, ist das Schiff langsam, ey. Du fährst halt gegen den Wind. Ja, das ist aber da wohl richtig langsam. Du musst dann, theoretisch musst du, wenn du gegen den Wind fährst, musst du kreuzen. Wie kreuzen? Kreuzen heißt, schräg nach links, schräg nach rechts, so kannst du gegen den Wind fahren. Okay. Aber ich weiß nicht, ob sie das in die Spielmechanik mit eingebaut haben. Na, mal gucken. Ich bin nicht so der Seefahrer. Oh ja, da hinten war ein sehr schöner Blitz. Gibt's jetzt eine Breitseite, Max? So, die Schiffe schießen ja schon die ganze Zeit über. Also das eine Bogenkobaya ist schon ziemlich beschädigt. Ja, stimmt, es regnet, das Schießpulver ist nass. Und das Bogenkobaya ist auch ganz schön mitgenommen. Guck dir das mal an. Ja, ich seh's. Hat aber noch volle Besatzung. Ja, das haben die Schiffe in der Regel noch, wenn ich sie zerstöre. Jetzt ist es außerhalb eines Wirkungsbereichs. Ja, aber jetzt kommen gleich meine Bogenkobayas. Daneben geschossen. Oh, der war schön getroffen, oder? Hat aber keinen Schaden verursacht. Er wankt. Er hat gerade mal zwei Männer verloren. So. Volle Kanne auf die mittlere Buhne. Sehr schöne Treffer.
ziehen jetzt alle raus. Die Bung Kobaya hat sich ergeben, das heißt, du hast ja schon mal zwei Schiffe. Mhm. Das andere Bogen Kobaya auch gleich. Nee, das fällt einfach irgendwie durch. Okay, das mit die mittlere Buna hast du. Mhm. Ist schon cool. Ja, das andere Schiff flieht. Das kriegst du, glaube ich, nicht mehr. Nee, das krieg ich nicht mehr. Schade. Hat zwar eins überlebt, aber der Rest ist alles gestorben. Ich fänd's ja lustig, wenn du den Steuermann triffst, dass das Schiff dann nicht mehr beweglich ist, so. Oder so. Wenn du irgendwas Wichtiges drauf treffen würdest. Naja, ich glaube, so eine Ruderboote haben keinen Steuermann. Die können stattdessen mit den Rudern halt lenken. Ja, dann muss halt die Ruderer töten. Cool, ich habe drei Schiffe bekommen. Finde ich gut. So. Dich nehmen wir hier mal raus. Stützen wir dich damit und dann schicken wir dich hier rein. Verdienen wir noch mehr. Und wie weit kommst du zurück? Immer einen großen Einflussbereich. Super. Ja, stimmt, ich wollte hier die Festung bauen. Schick dich mal hier rüber, dann bist du im Notfall in der Schlacht noch mit dabei. Gut, hier sieht es auch gut aus. Die kommen nicht mehr durch hier. Finde ich gut. Schön dicht gemacht. Gut, dann müsste ich jetzt eigentlich fertig sein. Mal kurz eine Kleinigkeit gucken. Nee, ich bin fertig. Dann kannst du jetzt ran. Alles klar, ich habe gerade nochmal zwei Handelsschiffe gebaut. Schiffe baut man. Schiffe rekrutiert man nicht. Ja, Schiffe baut man. Aber du musst die Besatzung rekrutieren. Stimmt, also es ist eigentlich beides richtig. Ah, so ein bisschen. Na? Ach, die Kikawa greifen mich an. Ja, die Schlacht mache ich jetzt schnell automatisch. Entscheidender Sieg, super. Aber die werden wiederkommen. Ja, klar kommen die wieder. Ja, da sind sie wieder. Ging schnell. Haben zwei Schiffe von mir zerstört und dann wieder abzuhauen. Ja, genial. Na gut, immerhin verdiene ich jetzt wieder mehr Geld. Die haben mich nicht angegriffen, das heißt, die kommen nächste Runde wahrscheinlich. Bei mir könnte es jetzt gleich einen Schlag gegen Rebellen geben. Schon wieder, mein Gott. Was hast du denn für Rebellenprobleme? Nein, ich habe sie nicht komplett getötet. Oh, es gibt die Schlacht, ja. Schade, dass ich meine Kavallerie noch nicht habe. Naja. Die werden wir so schnell wie möglich machen, oder? Die machen automatisch. Nur hoffentlich überleben wir ein Lundenschloss. Ja, dürften eigentlich. Mhm. Nein, sie sind gestorben. Oh. Waren das importierte? Nein, es waren gewöhnliche Lundenschlösser Shigaro. Ah, und die hatten zwei Erfahrungsstufen, ne? Haben bestimmt nur eine dritte gekriegt, bevor sie gestorben sind. Ne, die hatten nur eine Erfahrungsstufe. Eine? Ja. Die waren nicht dolle. Sehr schön. Vielleicht sind die Rebellen jetzt tot. Was erforsche ich denn jetzt? Ach nee, kommt hier. Heute. Das hier ist wichtig. Oder? Ja, doch. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier oben lang. Denn ich möchte hier oben den Handelsposten haben. Oh, und dann sehen wir da schon auch, dass die Takeda da sind. Nee, Leute. Das nehme ich euch weg. Was haben wir denn hier an Generälen? Versorgungsrat, Entwicklungsrat, Kriegsführungsrat. Okay, wir haben alles. Soweit wie es geht, natürlich. So, dann baue ich jetzt natürlich jetzt hier erstmal die Festung. Wie gesagt, Fukushima ist für uns sehr wichtig. So, und dann rücken wir auch hier mit den Armeen weiter nach. Der Weg ist versperrt. Hä? Ach so, ja, doch. Ja, ist logisch. Wie sieht's denn aus mit den Finanzen? Oh, wir können auch Steuern hochsetzen. Sehr geil. Wie sieht's aus in Fukushima? Ach. Hallo? Ne, -4. Ist zu viel. Lagerung abbrechen.
dann gehe ich kurz mit meinem Ninja rein und sehe, dass ich nicht genug Geld habe, um die Armee zu sabotieren. Deshalb muss ich das Schloss doch nochmal abbrechen. Und werde dadurch halt etwas anderes bauen. Ah. Ja, das machen wir. So, dann versuche ich jetzt mal die Armee nochmal zu sabotieren. Oh. Attentate. Ne, da versuche ich lieber die Armee zu sabotieren. Nein, ist fehlgeschlagen. Schade. Ja, das ist ärgerlich. Okay, dann belagern wir weiter. Und ja, ich kann soweit nichts machen. Da bin ich jetzt wieder dran. Ne? Richtig. Wo? Ah, mein Ninja ist noch ein Stück gelaufen. Ein anderer. General steigt ein Level auf. Handelsabkommen gebrochen, Sagara. Okay. So, ja, das haben wir schon gemacht. Sackgeschenke, Markt. Handelsabkommen gebrochen. Ich werde zuhören. Naja, ich weiß es noch nicht. So, jetzt noch wieder mehr Plus über Flotte zerstört. Flotte zerstört. Quartiermeisterbericht. Eigenschaft erhalten. Hey. Sieht doch mal ganz gut aus. Obwohl, ich glaube, ich hätte die Belagerung doch lieber nicht abbrechen sollen. Jetzt kriegt er keinen Armeeabzug. Naja. Ich glaube, wir werden sehen, wie es ausgeht. So. Die Flotte schnappen wir uns jetzt mal. Super. Nichts verloren. Jetzt sind die Kikawa auch wieder ein bisschen mehr geschwächt von ihrer Flotte her. Dann segeln wir mal hier rüber. Kommen die hier auch nicht mehr durch. Mit unserer ersten Flotte, würde ich eigentlich schon fast sagen. Gut, und jetzt gehen wir gegen die Ito vor. Gegen die haben wir jetzt hier nichts Wichtiges mehr, super. Krieg erklären, ja. Kann ich euch nicht. So, töten wir euch mal. Ja, die Schlacht machen wir automatisch. Die werden wir friedlich besetzen oder werden wir die plündern? Ich weiß nicht. Wir werden sie mal friedlich besetzen. Mit weniger Widerstand. Gut, dann schnappen uns im gleichen Zug nochmal Uzumi. Machen wir auch automatisch. Hey! So, jetzt sind die Ito tot. Die Ito sind tot? Ja, die Ito sind tot. Oh. Oh, Clan zerstört und Provinz erobert. Heißt jetzt, du hast jetzt Yuga, ne? Ja. Mhm. Und Uzumi. So. Damit wir hier weitermachen können, müssen wir das erst reparieren. So. Jetzt sind die endlich hier im Süden auch beseitigt worden. Unsere Feinde. Gut, was kann ich noch machen? Dich schicke ich mal noch schnell zurück. Ah, ihr seid da, ihr seid fertig. So, schicken wir dich mal hier rüber. Du kannst mir ein bisschen Überblick bewahren. Oder verschaffen, besser gesagt. So, dich werden wir mal schnell reparieren und dich werden wir reparieren und dich werden wir reparieren. Hier ist okay, hier ist okay. Gut, sieht eigentlich alles gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir eigentlich schon die Runde beenden oder baue ich hier noch was? Weiß ich nicht, ob du da noch was baust. Ich baue hier noch was, danach beende ich die Runde. Und hier drüben baue ich auch noch was. Und hier baue ich lieber zwei Sachen, dann mache ich hier nichts. So. Holen wir uns mal von denen hier zwei Stück. Das sollte reichen. Dann beenden wir mal die Runde. Ich wollte gerade nochmal. Okay, gut. Ja, zu spät. Tut mir leid. Wieso mache ich jetzt 300 weniger? Na, weil die Handelsrechte irgendwie gebrochen worden sind, oder hast du Seehandelsrouten? Ja. Dann kann es sein, dass die hier... Ach ja. Genau. Ja, Überfall. Ja. Genau. Oh, es kommt doch zur Schlacht. Ui. Gegen die Sakai. Und packst du das?
Packst du es oder wird's eng? Ich zieh mich lieber zurück eine Runde. Nein, er kommt natürlich hinterher. Aber jetzt stehen die Chancen besser für mich, da jetzt die Garnison nicht mehr drin ist. Ah. Jetzt hat er ja ungefähr das Samurai-Gefolge fehlt und die 200 Dings. Aber jetzt halt Yari Ashiro. Das ist ja schon besser. Richtig. Karten, ja. Und er hat aber viele Katana-Samurai. Ja, aber die sind stark angeschwächt. Mhm. Na, mal gucken, wird eng. Heißt es mal an. Mann, ich hätte es ja besser gefunden, wenn ich mich genau auf die Brücke gestellt hätte. Aber nein, er geht weiter, er geht ein Stück weiter und stellt sich an den Strand. Welchen Hügel nehme ich? Ich würde mich an deiner Stelle sogar zurückziehen. Ich mache dir gleich einen Ping hin, ja? Ich sehe mich ein, und zwar ein Hügel, den siehst du jetzt auf der Karte oben links. Der ist den, ja. Den hatte ich auch schon im Auge gefasst. Der ist sehr gut und da können da nur von ein paar Seiten kommen. Du kannst dich da recht gut verschanzen. Mhm. Wo ist denn der? Ja, da ist der Hügel. Oh, seine Bogenschützen machen auch noch weniger. Das ist kein... Ah doch, das ist ein Hügel. Da ist der. Mhm, da kannst du auch rauf, ohne dass du hier an manchen Seiten hochkommen können. Das ist super. Musst dich beeilen. Mhm. So, ich weiß nicht. Ich glaube, hier kann nichts hochgehen. Schick erstmal alle rauf, damit die überhaupt alle gleichzeitig rennen. Wo ist ja eine Stadt. Da hättest du dich auch verschanzen können. Wo? Hier hättest du dich auch verschanzen können, fällt mir auf. Was ist denn da? Eine Stadt. Oh, eine Stadt, ja. Aber lass jetzt lieber sein. Du schnappst jetzt den Hügel. Jo, bin dabei. Lass deine Katana und so auch noch in deinen Yari-Samurai. Hm, die rennen alle. So, können hier eigentlich welche hochrennen oder müssen die dran vorbei? Die müssen dran vorbei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil ich glaube, die brauche ich mich nur von zwei Seiten, glaube ich, verteidigen. Ich glaube, hier kommt auch keiner hoch. Richtig. Die können also nur von hier und hier. Richtig. Gut. Der Vorteil ist, durch den Nebel haben seine Bogenschützen noch Probleme. Und er hat sehr gute Bogenschützen mit dabei. Ich guck gerade, wie ich meine Yari-Wand aufsetze. Oder hat viele Katana-Samurai. Aber wenn du die Schlacht gewinnst, müsstest du eigentlich die Burg dir schnappen können, oder? Ja. Yep. Die Sakai zählen ja zu den größten deiner Region. Yep. Ach, geht. So groß sind die nicht. Obwohl, du. Wir haben schon 7 Provinzen. Guck mal, der Hügel hier wäre geil gewesen. Welcher? Ich habe den Ping hingesetzt. Achso, siehst du ja nicht. Hier. Siehst du auch nicht auf der Karte. Hier, da. Das sind 3 Fähnchen. Der ist cool, nicht wahr? Ja, der wäre geil gewesen. Aber jetzt stehe ich hier. Der ist auch nicht schlecht. Geh in die Yari-Wand. So, und guck dann, wo ich gleich Verstärkung brauche. Ich würde in die Yari-Wand erst gehen, wenn seine Einheiten hochkommen, ja? Also seine Bogenschützen geschossen haben und die Infanterie da ist. Mhm. Sonst machst du zu viele Verluste. Ich hätte vielleicht eine Einheit Yari-Samurai hier oben drin versteckt. Oh, ist jetzt schon zu spät. Ja, ist schon zu spät. Ich könnte eine Kaff-Einheit da verstecken. Obwohl, ne, jetzt auch zu spät. Lass es lieber machen. Nicht machen. Du kannst ja im Notfall mit den Generalen auch von den Pferden runtergehen. Das ist ja der Vorteil hier. Mhm. In der Position. Er geht mit seinen Generälen. Kommt er zuerst. Sehr gut. Das ist gut. Nee, doch nicht. Er dreht wieder um. Aber die Bogenschützen kommen. Zuerst. Wow. Du siehst es gar nicht, weil sie alle im Wald stehen. Wow, Alter, der hat meine Dings gecharged. Was gecharged? Yari. Mach den schnell fertig, hab noch gar nicht gesehen. Durch den Nebel. Dann geh mal schnell in die Yari-Wand hier drüben. Bevor es da auch macht. Oh, wie kann der da noch zuversichtlich sein? Oh, das wird eng, dass die Yari-Wand hier noch funktioniert. Weil da kommt noch ein Gen hoch. Hast du überhaupt Bogenschützen? Ja, die sollten eigentlich schießen. Machen sie ja nicht. Der Punkt ist der, dass sie da, Oh, hier kommen sie durch. Da. Oh ja, ich sehe es. Schick die Yari-Samurai hin. Boah, jetzt bekämpft... Yari Ashiro würde ich nicht nehmen. Die brauchst du für die Wand. Ah. Nein, jetzt habe ich die falschen losgeschickt. Na gut, machst du trotzdem fertig.
Locker. Hast du 3 Gens gekillt. Boah, der soll jetzt da mal fliehen, ey. Der wankt gerade mal. Sehr schön. Der ist tot. Der Gen ist tot, oder? Nee, der lebt noch. Nee, der ist tot. Nee, der ist tot. Dann geh schnell hoch und geh in die Ari-Wand. Super. Schnell hoch. So, hier drüben sind die auch ganz schön mitgenommen. Ja, standhaft. Zuversichtlich. Du hast noch einen Gen getötet, wollte ich mal erwähnen. Du hast 3 Gens getötet. Übrigens musst du jetzt hier angriffen, ich würde die Katana hier reinschicken. Und die Yari-Samurai. Boah, dann komm da durch. Ja, deswegen ja. Nein, das chargt ja meine von hinten. Mit der Kavallerie würde ich gleich durchgehen und mir die Bogen-Ashigaru hier drüben schnappen. Bin gerade dabei runterzukommen. Aber er hat halt noch einen Gen, ne? Ja. Wenn du den kriegst, hast du es ja geschafft. Der hat keine Infanterie mehr, nur noch Bogenschützen da hinten. Jetzt schick alles dorthin zu deinen Ashigaru, weil die kratzen gleich ab. Von der Moral sind die schon ziemlich im Keller. Der läuft eigentlich alles. Ja, die Moral von denen ist aber auch nicht gerade die beste mehr. Na, wie viel kriegst du durch die Bogen-Ashigaru hier? Oh, die halten sich gut. Jetzt kommt der Gen hoch. Jetzt musst du auch hoch. Ja, ich bin dabei. Aber die Bogenschützen halten mich hier auch. Deine Katana machen nichts. Ja, die sollten eigentlich kämpfen. Die wollen. Ah doch, die kämpfen schon ein bisschen. Gut, schick die Bogenschützen mit rein. Ja? Schick die mit in den Nahkampf. Bevor sich ein Hügel hier hochkämpft. Oh, du machst die Bogenschützen auch noch fertig. Dann schnappt jetzt den Gen. Ne, ich wollte erstmal sammeln aktivieren. Erstmal kurz hoch. So, stimmt, ja, er hat's auch gemacht. Hast du Feuerpfeile? Ja. Schieß mal eine Salve, eine kräftige. Wo sind meine? Da ist sammeln. Der hier macht nichts. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Die Feuerpfeile senken die Moral nochmal erheblich. Siehst du ja jetzt gerade. Jetzt geh wieder runter. Du hast hoffentlich nur einmal sammeln aktiviert. Ja, habe ich. Gut. Jetzt schnapp dir die Bogensamurai. Sicher, da stehen. Oder schnapp den Gen. Reit vorbei und schnapp den Gen von hinten. Dann beschäftigst du ihn. Ah, nee, er reitet wieder. So, der erste Trupp haut ab. Der ist komplett erschüttert und flieht. Sieht gut aus. Dann warte lieber ein bisschen und mach nichts. Weil es sieht gut aus, du räumst gut auf. Der zweite Trupp wird gleich fliehen. Ja, Sieg ist sicher. Jetzt schick alles runter auf den Gen los. Und auf die Bogenschützen zum Teil, ja? Ja, die sind auch schon dabei. Achtung, dein Gen wird angegriffen durch den gegnerischen. Beschäftige die Bogenschützen. Ich lasse sie schießen. Und umzingel seinen Gen, dann ist er tot. Bin dabei, wenn meine Leute mal laufen würden. Ja, sein General Wang. Boah, dann habe ich alle seine Generäle eigentlich dann vernichtet. Ja, der lebt aber trotzdem noch weiter. Die Fraktion. Ja, leider. Ist nicht wie bei Rome. Ich würde jetzt mit den Generälen aufpassen, die lieber raushalten aus dem Geschehen. Ja? Ich lasse jetzt durch die Bogenschützen verrecken. Schick die raus. Die Infanterie macht das locker. So, jetzt fliehen die hier drüben. Die auch gleich. Töte so viele wie möglich, nicht dass die wiederkommen. Oder ein Problem werden bei der Belagerung. Die werden kein Problem bei der Belagerung. Danach kommt ja meine Haupt. Kommen ja noch ein paar Truppen nach, von daher. Ja, trotzdem können die immer gemeinsame Kills machen noch. Vor allem, wenn die so gut von dem Level her waren. Ja, das war ein knapper Sieg. Aber ich habe alle Generäle, müsste ich gekriegt haben. Ja, du hattest alle. Alle. Von den ersten 3, die gekommen sind, hattest du alle beim letzten, habe ich es nicht richtig sehen können. Aber ich nehme an, ja. Ja, der letzte war der wichtigste. Sehr gut.
Aber du hast viele getötet. Das ist schlecht für ihn. Und hast du alle getötet? Jawohl, ich krieg einen vierten Stern auf jeden Fall. Cool. Nee, sein General überlebt. Schade. Dann war das nur eng. Aber jetzt gleich gibt's direkt noch eine Schlacht gegen den. Und dann dürfte der Vernichter bleiben. Und dann gehört Ishigo mir. Ich glaube, einfach um die Spannung zu steigen, machen wir das mal in der nächsten Folge, oder? Ach nee, komm, das packen wir jetzt noch rein. Na gut, aber nur diese eine Schlacht schnell, ja? Jawohl, General steigt einen Rang auf. Und jetzt ist meine Verstärkungsarmee da. Katana-Samurai. Yeah, mein Daimo. Daimo, genau. Daimo. Plus 10 auf diplomatische Beziehungen oder plus 1 Moral auf die Leibwache? Ich denke mal eher Leibwache, ne? Mhm. So, dann nehmen wir das auch noch. Oh ja, das ist gut. Zwei Generäle haben überlebt. Oh, das ist dann ärgerlich. Ja, das ist ärgerlich. Aber ich habe 4000 Gold. ja, Gold. Egal. Erstmal gibt es noch eine kleine Seeschlacht. Aber hoffentlich automatisch, weil die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Yep. Sehr schön. Jetzt habe ich zwei Schiffe erobert. Jetzt nehme ich den Handelsposten da ein und schicke meine Schiffe da hoch. Ja, kommt Leute, den machen wir noch fertig. Ne, das mache ich automatisch. Ging schneller. Und jetzt nehmen wir noch die Stadt ein. Sehr schön. Ja, Leute, wollen wir die zum Vasallen machen? Ich glaube nicht. Wir werden die Stadt plündern. Ist mir jetzt egal. Dann kriege ich 7000. So. Und jetzt können wir auch eine Menge ausbauen. Das ist ziemlich super. Und yeah. Nein. Was können wir hier bauen? Ach ja. Ich habe jetzt die Stadt einfach so eingenommen, ne? Mhm. So. Hier wird gebaut. Ha, stimmt ja, das mache ich ja gerade überall. Warum kann ich kein Nambam-Ding? Ach, egal. Na, weil du mit den Christen noch nicht in Kontakt gekommen bist. Stimmt. Die müssen erst dich ansprechen. Die müssen mich ansprechen? Ja. Hallo. Ja, ich baue hier gerade ein paar Gebäude, Leute. Und zwar so, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Und natürlich muss ja auch hier unsere Garnison gefestigt werden, unsere Stellung. So, aber wir gucken jetzt nochmal kurz in die Diplomatie. Sehen, dass es ziemlich scheiße aussieht. Wir sind mit 3 im Krieg. Die Hatakayama sind immer noch feindlich gesinnt uns gegenüber. Wir haben noch nicht viele Clans entdeckt. Wir können das Christentum auch noch nicht annehmen. Unsere Künste laufen hervorragend. Unser Ninja erforscht uns jetzt hier mal andere Clans. Oh, was ist da? Ah, okay. Und gibt uns mal etwas Sicht, was denn hier eigentlich überhaupt hier unten los ist. Da sitzt nur eine große Armee der Tageda. Vielleicht hole ich mir die Stadt, mach die zum Vasall. Weil die ist hier ziemlich im Zentrum. Und hier haben wir jetzt ein ziemlich gutes Bollwerk. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle, oder? Genau, machen wir so. Gut, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.